Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video vom Feuerwerkssimulator. Unter dem letzten Video gab es leider ein paar sehr kritische Kommentare, was das Spiel angeht. Denn ich habe ja am Anfang gesagt, da es dieses Jahr kein Feuerwerk gibt, spiele ich einen Feuerwerkssimulator. Leute, das war ein Gag. Ich dachte eigentlich, das wäre selbstverständlich. Anscheinend nicht. Deswegen wollte ich das jetzt hier nochmal sagen an der Stelle, dass dieses Spiel natürlich kein Ersatz fürs Feuerwerk ist. Das ist einfach nur so ein Spiel, was man einfach mal so zwischendurch spielt, um mal ein bisschen rumzuexperimentieren. Wie in GTA, da spielen ja auch manche einfach nur mit irgendwelchen Gastanks rum und lassen irgendwann explodieren. Das ist der Sinn von diesem Spiel. Einfach mal Spaß haben und ein paar Raketen zünden und runterkommen. Also es ist überhaupt nicht so, dass man hier irgendwelche Ziele hätte, um irgendwas zu erreichen. Das ist einfach nur ein Spaßspiel. Wer das nicht checkt, der kann gerne abschalten. Der muss sich das nicht angucken. Das wollte ich nochmal schnell gesagt haben. Denn es gibt natürlich auch viele unnötige Simulatoren. So ist ja nicht, denn es gibt auch so einen Walk-Simulator oder so einen Walking-Simulator auf Steam, wo man irgendwie nur rumwandert. Also das ist natürlich dann schon relativ hobbylos, aber hier kann man Spaß haben und wer das nicht will, der schaltet jetzt ab. Wiedersehen. Für die, die jetzt noch dran sind, machen wir jetzt noch ein paar vernünftige Sachen hier. Gucken uns mal so ein paar Böller an, die wir noch nicht getestet haben. So. Oh. Ja, kann man machen, ne? Kann man machen. Was ist das hier? Snapper White. Der ist aber klein. Aber das heißt ja nichts, ne? Ja gut, ob der jetzt so krass war, kann man sich natürlich drüber streiten. Wir gucken uns jetzt hier nochmal. Oh, ist der neu? Kenn ich ja gar nicht. Oh, hoppala. Bin ich zu doof? Egal, wir zünden die einfach mit Liegen an. Macht ja kaum einen Unterschied. Um Gottes Willen! Haben die Power! Huch! Ja, ab geht er, der Peter, würde ich mal sagen, ne? Ach, der war noch nicht an. Okay, die auch nicht, glaube ich, ne? Aum. Nein, nicht in die Tanke. Nicht wieder in die Tanke. Die hat ja letztes Mal schon gebrannt. So. Dann machen wir mal ein bisschen mehr Action hier. Und nehmen uns nochmal irgendwas recht Explosives. Zum Beispiel eine ganz harmlose Gasflasche. Und packen die. Sind das die Lampen, die das Geräusch da machen? Na egal. Auf jeden Fall packen wir jetzt hier mal so eine Gasflasche in den Shop. Feuerzeug in die Hand. Und weg hier. Wie das war's? An. Oh, weg hier. Um Gottes Willen. Also ich muss sagen, das hat jetzt mehr gescheppert, als ich dachte. Die ganze Tankstelle ist in die Luft geflogen. Ja moin, die beiden Schilder haben sich einfach auch verabschiedet. Zapfsäulen haben sich auch ein bisschen zerlegt. Ja, also, ich war das jetzt nicht, ne? Was ist das denn? Ach, das war mal das Rad! Alter! Also hier geht's auf jeden Fall voll ab. Hier ist noch so ein Automat. Ja. Wie gesagt, ich war's nicht. Was ist das hier eigentlich für ein komisches Ding? Ist das, Closed, Covid-19. Ah ja. Mega. Denn man kann ja in vielen Häusern noch so Möbel hin und her schießen. Deswegen gehen wir jetzt nochmal. Ach, da ist so eine kleine Kirche. Wie geil. Habe ich noch gar nicht gesehen. Da können wir ja mal reingehen. Nee, ist das überhaupt eine Kirche? Ach, ist ja cool. Ist sogar bei der Kirche so ein Beet hier. Das ist ja cool. Ist das materiell? Also kann man die Kürbisse da hin und her schießen? Oder ist das, gehört das zur Welt? Moment, lässt sich leicht testen. Achtung! Der Zaun! Der Zaun ist umgefallen! Ja, meine Güte! Hauptsache, dem Kürbis geht's gut. Das ist die Hauptsache. Und ja, das sieht aber ein bisschen leer aus da drin, ne? Und da ist noch so ein Basketball. Ah ja.
Sollen wir den mal einlochen? Achtung! Oh. Hey, der hüpft, wie geil ist das denn? Leute, wer sich über das Spiel aufregt, kann auch Basketball spielen. Das hört sich sogar recht realistisch an, muss man sagen. So, und noch einen in den Pool. Zack. Da ist sogar kein Wasser drin. Ein bisschen, ne? Naja, ist egal. Dann würde ich sagen, eine anzünden und der Rest erledigt sich von selber. Moment, wo komme ich denn raus? Das sollte man am besten mal vorher klären. Ich bleib einfach über dem Zaun stehen. Und das, wenn ich das schaffe. So, jetzt. Weg hier. Huch. Oh, der ganze Zaun ist weg. Die Hundin ist umgefallen. Ja gut, kann man mal machen, ne? Reifen werden auch gewechselt, warum nicht? Ja, würde ich sagen, wenn dir das Video gefallen hat, dann lass gerne einen Daumen nach oben da. Und über ein Abo würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Dann bis im nächsten Video und ciao.